Moin Freunde, herzlich willkommen zurück. Ihr habt eine Woche auf ein neues Video warten müssen und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hatte einfach keine Motivation, über Call of Duty oder irgendetwas in der Richtung zu sprechen, weil mir auch Cold War und die neue Season 6, die jetzt kommt, sowas von am Arsch vorbeigeht. Ich warte eigentlich nur noch auf die nächsten Tage, weil jetzt fängt die Zeit für uns Gamer an, wo richtig coole Sachen kommen. New World ist released, da gibt es ewige Wartezeiten. Ich weiß, viele von euch warten drauf, viele aus der Community bei uns auch. Ich hoffe für euch, dass ihr bald zocken könnt. Die Battlefield Beta beginnt jetzt demnächst am 6. Oktober. Es geht weiter mit Halo, ist jetzt demnächst komplett für alle am Start. Viele von euch zocken FIFA und verballern da ihr Monatsgehalt. Absolut krank, aber wer Lust drauf hat, alles in Ordnung. Das neue Call of Duty, Vanguard, wird ja jetzt auch demnächst noch kommen. Es wird eine neue Warzone-Map kommen. Far Cry 6, wo ich mich riesig drauf freue, kommt auch fast zusammen mit Battlefield. Also es kommt einiges und es kommt jetzt ab übermorgen noch etwas, was ich vorher gar nicht auf dem Zettel hatte und wo ich als Content Creator mit ein paar anderen Content Creatern in Deutschland und auf der Welt eingeladen worden bin. Und zwar World War 3. Das ist ein Game von MyGames, was vor 2 Jahren schon mal in den Alpha-Release gebracht wurde und ganz viel Probleme hatte, ganz viel Bugs. Es war halt nicht fertig, das Game. Hat ganz viel gute, ganz viel schlechte Kritiken bekommen und die haben sich von MyGames 2 Jahre lang jetzt Zeit genommen, um dieses Game im Prinzip komplett zu überarbeiten. World War 3, da beginnt ab übermorgen, ab Donnerstag, ich glaube, wir dürfen starten 18, 19 Uhr. Wir dürfen es auch live streamen, was ich 100% machen werde, denn wenn ich zu sowas eingeladen werde, möchte ich das gerne austesten. Es beginnt dann nachmittags, das heißt, wenn ihr Bock habt, euch das anzugucken, ich werde ein bisschen gleich darüber erzählen. Ihr seht das auch im Hintergrund, das ist sozusagen der Trailer aus dem Juli zu dem Ganzen. Dann könnt ihr einfach auf meinen Twitch-Stream kommen und euch das mit mir gemeinsam angucken. Das Ganze wird für PC und Konsole später released werden. Ich werde es als Alpha-Tester auf dem PC spielen. Das heißt, das ist das allererste Mal in meinem Leben, dass ich ein Game auf einem PC spiele und streame. Ich habe ein bisschen Angst, bevor ihr fragt. Gott sei Dank gibt es Controller-Support und Aim-Assist darauf. Ansonsten müsste ich mit Maus und Tastatur spielen. Und während ich hier wirklich eine Tastatur habe, die so hübsch ist, wie sie eigentlich nur sein kann, ihr seht das hier, extra mit Logo von mir, habe ich aber allerdings auch eine Maus, die nicht dafür geeignet ist, damit zu spielen. Diese Maus hier ist meine Maus. Ich glaube nicht, dass man damit spielen kann. Ich kann es auf jeden Fall ab Donnerstag spielen. Und World War 3, ihr seht das auch im Hintergrund, sieht für mich ein bisschen aus wie Insurgency Sandstorm, aber auch ein bisschen wie Battlefield 2042. Da scheinen die gewisse Parallelen zueinander zu haben. Ihr könnt Panzer fahren, es sieht einfach sehr realistisch aus insgesamt. Nimmt also einen anderen Point of View als Call of Duty, was eben weniger realistisch ist, sondern einfach ein Run-and-Gun-Shooter. Und ich persönlich freue mich sehr darauf zu gucken, ob das zu Battlefield dieses Jahr eventuell sogar eine Alternative ist. Und liebe Battlefield-Fans, damit sage ich nicht, dass es besser als Battlefield ist oder dass man deswegen Battlefield in die Ecke schmeißen soll, sondern ob man, wenn man vielleicht einen Tag Battlefield hinter sich hat, ob man dann 2-3 Stunden oder einen Tag World War 3 spielen kann. Ich bin, wie gesagt, dazu eingeladen worden, das Ganze zu testen. Ich kann das ab morgen komplett runterladen. Jeder, der vor 2 Jahren dieses World War 3 Game schon mal in der Alpha getestet hat, ist ebenfalls in der Lage, das zu testen und zu spielen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viele Leute das damals waren. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, denn rein der Gameplay-Trailer, den sie hier gezeigt haben, sieht sehr danach aus, als wenn das sehr, sehr interessant werden könnte. Das ist ja aber nicht alles. Wir haben ja wirklich unfassbar viel vor der Nase. Battlefield droppt jetzt demnächst. So wie das aktuell aussieht, scheint es zu sein, dass vom 6. Oktober bis zum 8. bzw. 9. Oktober Early Access ist. Das heißt, alle Leute, die vorbestellt haben, 2 verschiedene Editionen, können es dort schon spielen. Unabhängig davon, ob ihr auf der Konsole unterwegs seid, auf dem PC oder sonst wo. Ab diesen 3 Tagen, aktuell steht da endet die Beta, das ist aber nicht der Fall, ab diesen 3 Tagen können alle Battlefield antesten und es gibt mehr als genug Beta, oder ja, nennen wir es eine Beta, Beta-Testtage, wo jeder seine Hand an Battlefield setzen kann, um zu gucken, ob
EA und DICE, die leider in den letzten Wochen und Monaten, was Kommunikation angeht, komplett eingefroren sind. Also da gibt es gar keine Infos mehr, wirklich gar keine. Und beide haben geschworen vor Release von Battlefield, dass sie aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben und mehr mit der Community reden. Das tun sie in dem Fall nicht. Ich vermute, weil sie einfach mit allem, was die gerade haben, dabei sind, dieses Game komplett fertig zu bekommen. Grüße an der Stelle an Activision. Man kann ein Game auch verschieben, wenn es nicht fertig ist. Das geht. Ihr seht es. Das heißt, Battlefield, und ich weiß, ihr habt schon ganz häufig gefragt und ich habe es auch schon beantwortet, natürlich werde ich die Battlefield-Beta komplett durchspielen. Ich bin kein Battlefield-Spieler, ich habe nicht allzu viel Ahnung davon, ich freue mich aber, weil es einfach sehr, sehr gut aussieht und weil mir viele Leute, die näher an Battlefield dran sind, so wie der Ehrenbruder Lost auf YouTube zum Beispiel, wie gesagt, ich kann euch den nur empfehlen, für Infos, was Battlefield angeht, ist das für mich bisher der beste Kanal gewesen. Die freuen sich alle sehr darauf. Die sind alle ein bisschen skeptisch, weil wir eins wissen: EA ist genauso ein Halsabschneiderverein, wie das auch Activision ist. Da geben die beiden sich gar nichts. Es ist wie Bruder und Schwester von der gleichen oder verschiedenen Mutter oder Vater oder beides. Ich weiß es nicht. Irgendwie, auf jeden Fall, die sind 1:1 gleich. Bei FIFA dieser Scam mit den FIFA-Packs, wie viel Tausende von Euro die Leute dafür ausgeben. Aber gut, muss jeder für sich selber wissen. Mein Ding ist es nicht, deswegen werde ich es auch niemals anrühren. Auf jeden Fall kommt eben dann, und das werde ich live streamen, ich werde natürlich Videos darüber machen, ich werde meine Eindrücke teilen. Es kommt Battlefield, zeitgleich kommt Far Cry. Das heißt, Far Cry werde ich auch gleichzeitig zeigen, weil ich einfach riesen Bock habe und ein riesen Far Cry Fan bin. Und World War 3 wird jetzt die Alpha sein. Es wird in ein paar Tagen auch eine Beta dazukommen. In dieser Beta können dann alle von euch auch free spielen. Das heißt, ihr müsst es nicht vorbestellen, ihr müsst es nicht kaufen. Ihr könnt euch mit eurem PC, ich weiß nicht, ob es schon für die Konsole dann ist, könnt euch ransetzen und einfach testen. Und das ist etwas, wo ich euch ganz ehrlich sagen möchte, freue ich mich riesig drauf. Das allererste Mal zu so einem kleinen Event eingeladen zu werden, von Spieleentwicklern zu etwas eingeladen werden, ist mega geil. Und ich kann euch nur versprechen, ich werde die nächsten Tage ab Donnerstag World War 3 komplett durchsuchten, werde die verschiedenen Maps kennenlernen, die Waffen, die Ausrüstungsgegenstände, die Mechaniken, die Streaks, die Panzer, alles Mögliche. Werde im Stream mit euch natürlich darüber sprechen, werde euch Videos dazu machen, über die Eindrücke. Und dann schaue ich einfach, ob das ein Game ist, was ich mir dieses Jahr auch vorstellen kann, oder ob es ähnlich wie vor 2 Jahren floppt. Da ich mit so etwas wenig Erfahrung habe, könnt ihr davon ausgehen, dass ich das relativ neutral betrachte. Es wird auch ein Q&A geben, also Questions and Answers mit den Entwicklern. Das wird auch am Donnerstag stattfinden. Da werde ich euch die wichtigsten Fragen und Antworten zusammenschneiden und dann schön häppchenweise präsentieren. Ich persönlich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch auf die nächsten Tage. Und eins kann man ganz ehrlich sagen, selbst wenn das nicht gut werden wird, ne? Battlefield steht vor der Tür. Ich freue mich drauf. Als COD-Hase. Darf ich das sagen? Ja, darf ich. Hoffe, euch hat's gefallen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Haut rein.